Warum findet heute hier und heute eigentlich diese Debatte statt? Die ehrliche Analyse ist, Herr Pinkwart, Herr Laschet, weil Ihre Augen zu und durch Strategie krachend und auf der ganzen Linie gescheitert ist. Was haben wir uns nicht alles anhören müssen? Der Hambacher Wald sei sowieso nicht mehr zu retten. Ein Rodungsstopp gefährdet die Versorgungssicherheit, die ausgehenden Lichter. Herbert Reul, unser Innenminister, prognostizierte im August Hunderte von Gewalttätern aus dem internationalen Linksextremismus seien auf den Weg. Diese Szenarien sind in dieser Form nicht eingetreten, das wissen Sie ganz genau. Die nüchterne Bilanz nach dem Fiasko, Ihrem Fiasko der letzten Woche ist, niemand glaubt Ihnen diese Märchen und das mussten Sie heute einfach mal akzeptieren. Das tut weh. Meine Herren, wir sind hier nicht auf dem Pavianhügel, sondern in einem deutschen Parlament. Kommen Sie alle mal wieder runter, ja? Herr Pinkwart, wenigstens haben Sie heute anerkannt, dass hier endlich was passieren muss. Das ist ja schon mal was, ein richtiger Schritt in die Realität. Besonders ausführlich machen Sie immer gerne, was alles nicht geht. Und das Härteste ist, eine Energieversorgungsstrategie ohne die erneuerbaren Energien nur mit einem Wort zu erwähnen. Das muss man erst mal schaffen. Ja, das Kohleabbaugebiet muss drastisch verkleinert werden. Egal, was bei der Kohlekommission für ein Datum rauskommt, 2030 oder industriefreundlich 2040. Die Abbaumengen werden nicht mehr dieselben sein. Es werden nur noch 15-30% der Abbaumengen gebraucht. Und da können Sie hier nicht eine Leitentscheidung nur ankündigen, das haben Sie ja noch nicht mal gemacht, sondern da muss man anfangen, diese Leitentscheidung auch zu erarbeiten. Und das hätten wir von Ihnen hier und heute erwartet. Egal, wer hier auf den Regierungsbänken sitzt, an dieser Aufgabe kommt verantwortungsbewusste Politik im Jahr 2018 nicht vorbei. Handeln Sie endlich, Herr Laschet. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten das von Ihnen. Wenn Sie das tun, haben Sie uns an Ihrer Seite. Dankeschön.